Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pulsar und wir spielen wieder Far Cry 5 und sind in der Nähe von diesem jungen Mann. Wie heißt denn der nochmal? Ich muss nochmal ganz schnell auf der Karte gucken. Ja, da ist kein Name. Okay. Ah, ich sehe. Oh, was ist das denn? Alter. Und hier ist wieder ein Hubschrauber, der nach uns so. Was ist das denn? Alter! Larry Parker? Scheiße, die drei Generatoren abschalten. Das ist doch ein Hebel! Ach, das sind die. Sind das die. Ach nein, okay, wir müssen der Stromzufuhr müssen wir folgen. Hier hinten. Hier wird wahrscheinlich Nummer 1 sein. Kann ich ihn irgendwie abschalten? So, der ist schon mal aus. Scheiße, da ist noch ein Stromaggregat. Auch ausgeschaltet. Einer von. Und jetzt noch einer. Wo ist der letzte? Hier vor, hier oben. Oh, Larry Parker, was machst du für eine Scheiße? So, befreie Larry haben wir abgeschlossen. Was will er denn für eine Neben... Ja, $300. Dankeschön. Was will er denn für eine Mission? Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Okay. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Alter, Larry Parker, egal was du genommen hast, die Reise des Helden. Erreiche den Purple Top Sendemast. Ach du Scheiße. Haben wir hier noch unser Fahrzeug? Egal was du genommen hast, gib mir auch davon. Nein, Spaß. Hier ist irgendwo unser Quad. Das hat man hier abgestellt. Und was zur Hölle ist denn hier los? Das war doch hier im Wald, oder? Wo ist denn unser Fahrzeug? Da schießt wieder irgendwer nach irgendwem. Das war doch hier vorn. Alter. Wo war es halt einfach das? Ist mir auch egal. So, Second VIP. Das darf doch nicht wahr sein. So, wir müssen. Alter, die Musik, ne? Ja, ja, ja. So, wir fahren jetzt hier mal quer durch den Pampa. Wir müssen den Purple. Purple Top Sendemast erreichen. Okay. Diese Fahrzeuge, das ist ein grauenhaft. Der John oder je nachdem der John oder der Jack, je nachdem, hat so einen Sondervertrag mit diesem Pickup-Firma hergestellt. Was? Arrangiert? Was ist das denn überhaupt hier? Okay, den Rest nähern wir uns so, da ich nicht weiß, was uns erwartet. Was ist das hier überhaupt? Ist das. Ist das Eden's Gate? Oh ja. Na dann. Die verrät uns nochmal ein Versteck. Ich habe den Laurels geraten, den Bunker nicht so nah am Wasser zu bauen. Wird immer überflutet. Das Zeug darin nützt nichts, wenn man nicht rankommt. Tiefseetaucher. Okay. Ich freue mich schon auf Pastor Jerome's Predigt am Sonntag. Ja, ich mich auch. Nein, na, ja, natürlich. Also. So, der Sendemast ist nicht mehr so weit weg. Aha, ein Friedhof. Okay. Lauter Grabstein, wo nichts draufsteht. Oh Gott, wir hätten doch noch sollen fahren. Wir sind so doof. Oh, das sieht einfach so geil aus, dieses Spiel. Da unten sind wieder. Ich hoffe, wir können bald das Gebiet endlich von John Seed einnehmen. Das ist ja eine Katastrophe. Wir können ja keinen Fuß mehr vor einen anderen setzen, ohne dass wir von irgendjemand angeschossen werden. Die Reise des Helden. Ach du Scheiße, wir müssen da jetzt hoch. Oh je, ich sehe schon eine Leiter. Ach, da waren wir schon mal. Also. Beziehungsweise zerstöre die Satellitenschüsseln.
Ein Fluss. Das ist auch noch zu allem Überfluss. Ein Wortschwitz. Okay, und natürlich sind wir nicht allein. Ein Stinktier. Die machen so einen Aufriss wegen dem Stink. Und da ist natürlich noch ein Wolf oder ein Hund. Tschüss. Der kann ruhig abhauen wegen mir, ist mir egal. Da ist ein Wolf dahinter. Ja, ja. Komm. Komm, Boomer, schlag ihn in die Flucht. Los, mach schon. Alter. Alter, Boomer. Nicht schlecht, mein Lieber. Boomer-Haut nehmen wir alles gerne mit. So, und hier ist ein Wolf drin. Stinkt die Haut, nehmen wir auch gerne mit. Können wir die eigentlich zähmen? Aber die Frage ist auch, wie kommen wir da hoch? Ah, okay, wir kommen so da hoch. Steigen. Okay, da kommen wir sogar um den Wolf drumherum. Sehr schön. Alter, was macht der denn da? Hallo? Was ist hier los? Nix ist hier los. Also nur der hat mich jetzt gesehen. Oh Gott. Au! Alter. Dein Scharfschützengewehr. Hör auf. Ja, der hat ein Scharfschützengewehr. Alter, nein. Okay, das war das Dümmste, was wir je gemacht haben. Mega Fail. Das wusste ich nicht, dass der ein Scharfschützengewehr hat. Oh, Mann. Boomer war natürlich auch nicht in der Nähe, um uns zu retten. Oh, der unnötigste Tod überhaupt in Far Cry. Ah, jetzt müssen wir das Ganze nochmal für Fall machen. Mann. Ist jetzt wieder ein Puma zur Stelle? Vorsicht. Haut da jetzt wieder einer ab? Nee, ne? Komm her. So, das haben wir elegant gelöst. Den lassen wir schön hier drin. Der bleibt ja nicht lange da drin. So, jetzt aber. Ist der immer noch da unten? Ne, jetzt ist er weg, Gott sei Dank. Jetzt machen wir auch keine Spirenzi mehr. Alter, voll der Mega-Fail. Und der trifft uns auch noch aus dieser Entfernung mit dem Scharfschützengewehr, ist ja klar. Weiter höher, weiter höher, weiter höher, weiter höher. Ach du Scheiße. Ich frage mich nur, wie man die ganzen Dinger da kaputt machen sollen. Einfach draufklöppeln oder was? Oh. Oh, wir haben einen vergessen. Oder? Nein! Junge! So, wie komme ich jetzt da hoch? Vor allem, wie der auch werfen kann, das ist ja unfassbar. Boah. So. Ich komme und gehe dir zur Hand. Achso. Ich kann die Geräte von hier oben bestens sehen. Ah, okay. Ich habe erst vor 20 Minuten gelernt, wie man fliegt. Crashkurs von Anne.
Ach, da ist eine Leiter, okay. Vor 20 Minuten hat er erst ach, Gottes Willen, das kann ja nichts werden. Oha. Alter, hier wackelt es aber ganz schön. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Nun, also, einer ist da. Zerstöre. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Zum Fetten. Wir lassen uns mal wieder runterrutschen. Vorne. Na. Muss man da irgendwie hochkommen. Auf die oberste Plattform. Wie soll das funktionieren? Hä? Oder kann ich mich da. Ach so. Nein! Oh, der arme Boomer. Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff für unsere Gegner. Extraterrestrische. Und nicht die lustigen, die dir eine Sonde in den Allerwertesten verpassen. Nein. Unsere sind egoistische Liebhaber und echte Flachwichser. Larry Parker, du bist der seltsamste Vogel hier im ganzen Spiel. Fahrzeug verlassen? Sichere das Gebiet? Oh nein. Welcher Idiot! Oh, jetzt haben wir den ganzen Laden hier aufgescheucht. Na toll. Lad nach! Scharfschützengewehr. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich wieder alle gegen mich. Wegen einer so einer blöden Scheiße. Mann, ey. Ja, ja, ja. Halt die Klappe. Scharfschütze. Hallo, Dogo. Kann man den auch? Nein, können wir nicht. So, haben wir es jetzt. Sammelbarer Comic. Okay, auf Karte öffnen. Direkt hier gefunden. Ah, was ist denn hier jetzt? Es fehlt wahrscheinlich noch der eine da hinten. Ah,
so ein Penner. So. Alter. Gerade so, warte auf Larry. So, landet der jetzt oder was? Ja. Scheiß Mission. Komm, mach. Die restlichen Kultisten haben wir. Jetzt müssen wir noch auf Larry warten. Nein. Da kommt dann noch was. Ja, da ist noch einer. Trottel. Wie der rennt. Gute Nacht. So. Jawohl. Reise des Helden abgeschlossen. So, wo ist jetzt der Larry? Ist er das? Das ist so ein Depp. $700. Schon. Wir müssen die Mission starten. Noch eine Mission. Oh mein Gott. Das war Reise. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Reise des Helden. So war es. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir die nächste Mission von Larry. Dankeschön. Tschüss.